hier war auch etwas Besonderes, nämlich dass der König von seinem Vater gekrönt wurde. Dieses Jahr ist einiges anders hier, neue Vorsitzende. Ich glaube, sie ist heilfroh, schon die ersten Tage erfolgreich verbracht zu haben. Ich hörte davon zweimal ein fantastisches Abendprogramm. Das freut mich auch. Gerade so am Anfang ist man ein bisschen nervös, glaube ich, beim ersten Mal, dass das toll geklappt hat. Ja, und der Bürgermeister heute auch zum ersten Mal hier. Ich weiß gar nicht, ob er weiß, dass an sich gar nicht der Empfang der Sparkasse ist, sondern der Empfang der Stadt Bergneustadt, die hier stattfindet. Aber in den vergangenen Monaten haben Sie, glaube ich, eins gelernt, Herr Holberg, wenn es um Geld geht, Sparkasse. Wir haben da, glaube ich, relativ viel miteinander zu tun. Danke sehr. Ja. Und ja, ich hoffe, Sie hatten ein schönes Jahr gehabt und es geht jetzt zu Ende. Gleich ist die Krönung und den neuen Majestäten wünsche ich eine sehr schöne Krönung und ein tolles Jahr. Und die Krönung, die wird vom Bürgermeister übernommen und nimmt jetzt auch das Pult hier vorne. Danke sehr. Ja, lieber Herr Grebe, lieber Andrea Reblinski, Vorsitzender unseres Vereins, liebe schützenköniglichen, kaiserlichen Majestäten, liebe Schützenschwestern, Schützenbrüder, meine lieben Landsknechte, Marketenderinnen, ich freue mich sehr, in diesem Jahr zum ersten Mal beim Empfang der Stadt in der Sparkasse der Stadt für Sie ein Wort an Sie ein Wort richten zu können und Sie begrüßen zu dürfen. Meine üblicherweise anderthalbstündige Rede, die halte ich gleich im Zelt anlässlich der Krönung. Insofern will ich es hier mit ein paar Worten bewenden lassen. Ich freue mich sehr, in so viel strahlende Gesichter zu sehen. Zeigt das doch, dass gestern im Wettbewerb um die Woden tatsächlich nur Bewerberinnen und Bewerber am Start waren, die es wirklich wollten. Das war wirklich zu erkennen. Und insofern strahlende Gesichter hier. Ich freue mich sehr, mit Ihnen gleich an Ihnen die Krönung vornehmen zu dürfen. Das ist auch ein Novum für mich, zumal auf den Tag genau ein Jahr nach der ersten Bürgermeisterwahl in der Stadt. Insofern ein bisschen schwitzige Hände habe ich auch. Da sind wir uns dann sehr nah im Grunde genommen. Wir werden das gemeinsam hinkriegen. Ich freue mich, bei Ihnen zu sein hier und ein wirklich schönes, erfolgreiches Schützenjahr Ihnen allen und uns allen zusammen. Danke.